Hallo, liebe Deutschlerner. Heute möchte ich dich dazu inspirieren, dir ehrgeizige Ziele zu setzen. Ziele, die dich herausfordern. Zum Beispiel beim Deutschlernen. Ja, viele Leute sagen mir, mein Ziel ist es, die B1-Prüfung zu bestehen oder die B2-Prüfung oder was auch immer für eine Prüfung. Ja. Und mein Tipp an dich, setze dir größere Ziele. Ja, wie wäre es mit dem Ziel, fließend Deutsch zu sprechen? Ja, wie wäre es mit dem Ziel, in 5 Monaten oder 3 Monaten oder 2 Monaten fließend Deutsch zu sprechen? Das ist ein Ziel, was dich viel mehr motivieren wird. Ja, je größer das Ziel ist, was du dir setzt, desto mehr wird es dich inspirieren und desto mehr Tatendrang wirst du bekommen, ja? Desto mehr Energie, dieses Ziel umzusetzen, wirst du bekommen, weil es dich mehr begeistert. Ja? Wie aufregend ist das Bestehen eines Tests? Okay, es kann sehr aufregend sein, wenn du dir überlegst, mit diesem Test werde ich das und das und das und das machen können. Ja? Aber wenn man sich das nur so vorstellt, okay, mein Ziel, ich möchte diesen Test bestehen. Okay, was stellst du dir vor? Du stellst dir vor, dass du da sitzt während der Prüfung und dass du die Aufgaben löst. Und, oh, total langweilig. Aber wenn du dir sagst, ich möchte fließend Deutsch sprechen, das ist mein Ziel, ja, dann stellst du dir vielleicht vor, dass du mit deutschen Muttersprachlern sprichst, dass du vielleicht in einer Gruppe bist von Bekannten oder Freunden und du sprichst locker und lässig mit denen auf Deutsch, ja, und ihr habt Spaß und so weiter. Das ist ein viel besseres Bild, ja, eine viel bessere Vorstellung, eine Vorstellung, die dich mehr begeistern wird und mehr zum Tatendrang bringen wird. Ja, wenn du dir vorstellen kannst, ich möchte fließend Deutsch sprechen. Ja, und wenn du fließend Deutsch sprichst, na, dann schaffst du die B1-Prüfung oder B2-Prüfung oder was auch immer, schaffst du ganz automatisch. Ja. Und dieser Tipp ist nicht nur fürs Deutschlernen, sondern für alles Mögliche im Leben. Ja, anstatt zu sagen, ich möchte einen Job bekommen und ein regelmäßiges Einkommen. Wie wäre es, wenn du sagst, ich möchte Millionär werden und dann brauche ich gar keinen Job mehr. Ja? Anstatt zu sagen, ich möchte einen Job bekommen, ja, dann bist du ein Angestellter für eine andere Person oder arbeitest du für die andere Person. Überlege stattdessen, wie du ein Einkommen, ein regelmäßiges Einkommen bekommen kannst. Ja? Dann hast du auch viel mehr Optionen. Okay, du kannst Angestellter werden, das ist eine mögliche und legitime Option, aber du kannst auch ein Geschäft eröffnen oder du kannst alle möglichen anderen Dinge tun, um dein Einkommen zu verbessern, ja, deine finanzielle Situation. Insofern, je größer du das Ziel machen kannst, desto besser, denn allein der Gedanke an dieses Ziel wird dich inspirieren, ja? Und vielleicht schaffst du es. Vielleicht nicht, aber du hast dir zumindest ein großes Ziel gesetzt, ein Ziel, was dich herausfordert, ja? Ein Ziel, was dich begeistert, und das wird viel effektiver sein, meiner Meinung nach. Also setze dir ehrgeizige Ziele, die dich herausfordern, besonders beim Deutschlernen, ja? Und ich lehre hier mit der natürlichen Methode, ja, mit dieser Methode, die du gerade hier erlebst, ja? Natürlich helfe ich auch meinen Coaching-Schülern, ja, authenticgermanlearning.com/coaching. Natürlich helfe ich auch meinen Coaching-Schülern, eine Prüfung zu bestehen. Also das ist Teil meines Angebots, Prüfungshilfe für Deutschlerner. Aber, wie ich immer sage, ich persönlich würde eine B1-Prüfung bestehen oder eine B2-Prüfung oder C1, C2 und so weiter. Einfach, weil ich fließend Deutsch spreche. Na klar, also für mich wäre es einfach, als deutscher Muttersprachler so einen Test zu bestehen. Und deswegen sage ich, wenn du fließend Deutsch sprichst, ja, dann wirst du auch so eine Prüfung bestehen können. Ja. Manchmal muss man ein bisschen wissen, was die Prüfer von einem verlangen, was für eine Art von Aufgaben sie stellen. Ja? Aber das Grundprinzip ist, ja, wenn du das Ziel größer setzt,
Ja, dann schaffst du das kleinere Ziel ganz einfach. Und das möchte ich dir heute auf den Weg geben. Ja, setze dir einfach größere Ziele. Ja, denke nicht klein, sondern denke so groß wie möglich. Beim Deutschlernen und auch in anderen Bereichen des Lebens. Ja, alles, was du im Leben erreichen möchtest. Überlege, welches Ziel wäre das, wenn du dir sagst, was wäre, wenn ich 10-mal mehr erreiche? Ja, was wäre dann dein neues Ziel, dein größeres Ziel? Ja, das ist mein Tipp für heute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Sag mir doch mal in den Kommentaren, welches Ziel du ursprünglich hattest und was nun dein größeres Ziel sein wird. Ich bin gespannt darauf. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!